Jo, und weiter geht's mit der nächsten Mission. Look deep within, my brothers. Find the resolve to stand firm. The Veror come. Stand firm we must. Lest they corrupt yet another world. Okay, die haben also Angst vor der Veror-Fraktion. Look at them, meditating, like it will do anything against a lightning blast. What do you think we can break first? Their bodies or their spirits? Either will make me happy. There's something odd about that rift they're trying to protect so much. It seems familiar. Ja, die Veror-Fraktion, die ist vor allem Magie begabt. Protect your armies in battle, or they will lose faith in you. As your characters are killed, you lose morale. If your morale reaches zero, you will lose. The top right of a character card shows how much morale you'll lose if it is killed. I hate these monks. Don't we all? Don't worry though. Soon there will be a lot less. An denen hier ist das Besondere. Jedes Mal, wenn ein Gegner stirbt, bekommen die plus 2/2. Und ja, jetzt bleibt mir nicht viel anderes übrig, als ihn hier kaputt zu machen, solange er noch schwach ist. Der hier wird jedes Mal stärker, wenn ich eine Fähigkeitenkarte spiele. Death ray him. But Mistress, he's out of range of our death rays. They can only reach enemies on the battlefield. Fire anyway. I just know he'll move out onto the battlefield. It'll all work out. Ja. Der wird also wahrscheinlich ins Schlachtfeld geschickt, deshalb kann man den Death Ray einfach mal einsetzen. Obwohl ich sonst vielleicht eher den hier noch reinspielen würde und eine Runde warten würde. These silly monks are so predictable. There's another one. Death Ray him too. Na gut, halte ich mich einfach mal dran. Gut, ich würde auch Moral verlieren, wenn er auf dem Schlachtfeld bleibt, von daher. Okay, er hat eine Schutzkarte gespielt. Mistress, the death ray. Those sneaky monks, they used their protective magic to make the death ray fail. Okay then, fire another death ray. But Mistress, won't they just do the same thing? Listen to your betters, fool. They can't counter the death ray this time. We have the initiative. This dot represents that you have initiative this turn. Initiative determines which player's abilities will resolve first. Each turn, initiative swaps to the other player. Ja, hier geht's also darum, wenn man den Punkt auf seiner Seite hat, wird man, werden die eigenen Fähigkeiten zuerst ausgespielt. Ich kann jetzt ihn einsetzen und den Deathray. Er kann das nichts dagegen tun, weil er weil seine Karten später ausgespielt werden. Ja, er wollte wieder die Fähigkeiten spielen. Die geht jetzt natürlich ins Leere. See, the death ray worked. How dare you question our mistress's wisdom? After this battle, leave this fool behind to starve in the wastes. Nun kann jetzt eigentlich nicht viel passieren. Ich spiele jetzt die beiden hier ein. Da
damit die auch profitieren von allen getöteten Gegnern. Rita? Yes, Mistress? You're getting soft. That man didn't just question me once, but twice. Oh, you're absolutely right, of course. I'll ensure his punishment is much harsher. Ja, die beiden würden ihn auf jeden Fall platt machen, haben aber nichts zu verlieren. Kampf konnte ich auf jeden Fall hier neue Karten ziehen. Das ist hier wohl noch nicht aktiviert. Die Frage, was mache ich jetzt? Ohne Punkte großartig zu verschenken, wird wahrscheinlich nichts. Den einzusetzen ist jetzt aber auch nicht so bedeutend. Noch, das hat sich schnell erledigt. Hier bleibt mir ja nicht viel Auswahl. Und das war's auch schon. Ja, erstmal wird man mit Erfolgserlebnissen geködert. So gehört sich das. Wenn man jetzt neu wäre, hätte man natürlich noch fleißig Level-Ups und würde ordentlich Karten kassieren. Deswegen ist es natürlich auch sinnig, mit der Kampagne anzufangen. This world is fascinating, Mistress. It appears the landscape is just like our own world. There's a lot more mud and trees, though, which I can't say I approve of. You were right, though. It is familiar. I was right, but this world feels familiar to me even beyond that. Like I was here before, a very long time ago. Further back than I can remember anymore. The beasts of this world are primitive. We can use them for their brute strength and not much else. Compared to taming demons, these will be easy. Let's not waste any more time. Now, jetzt also wieder ein Beast Deck. Machen die Karte hier kaputt, die bringt extra Ressourcen für den Gegner und gerade als Biest kann man die gebrauchen. Die wird jedes Mal stärker, wenn ich eine Fähigkeit ausspiele. Das sollte ich mir aufheben. Gut, sie gehen eh in die Verteidigung, machen mir also keinen Schaden. Some characters, like Aleta and Rita, have abilities that can be used while they are in play. Left click on Aleta or Rita to see what their abilities are and to use them. Thank you.
damit kann Aleta also direkt Schaden machen. Das verbraucht 4 Punkte. Macht 6 Schaden. Also eigentlich... Ja gut, machen wir das. Ja, das ist wirklich manchmal ein Geduldsspiel. Oh ja, er wurde enraged, das macht natürlich wirklich weh. Our men can't stand against that beast. He can simply trample over our men. We need to kill it somehow. Unfortunately, we don't have any death magic available right now, but we're not out of options yet. At any time, you can access the trading post to use your resources in different ways. You cannot undo trading post actions, however, so choose carefully. Ja, jetzt könnte ich also Karten eintauschen. Finde ich persönlich jetzt aber nicht so praktisch für die Strategie. Eigentlich würde ich lieber A2 Schaden. Ist vielleicht doch das Beste. Und good job. With this death ray, we can take out that annoying beast. Ja. Und wir werden alle stärker. Und ein weiterer Death Ray. Raus. Dann. Na gut, 8. Hat er hier 10? Der das Spiel jetzt nicht kennt, der hat hier gesehen, wie die strategischen Möglichkeiten bei dem Spiel sich entfalten mit der Zeit. Nämlich hier 2 Schaden und 4 macht 6. Ah, ist jetzt nicht wirklich. Und jetzt würde ich hier tauschen. Karte würde auf jeden Fall eine von denen hier töten, dann würde die stärker und könnte auch den nächsten töten. Damit die stärker werden, benutze ich jetzt Fähigkeiten. 2 Schaden. Ja, das wäre 8. Würde immer noch nicht ausreichen. Aber... Das sollte wehtun. Er kann jetzt eigentlich nicht viel liefern. Nochmal. Okay, jetzt wäre der Trail natürlich hier ganz gut gewesen. Aber die Sache hat sich eigentlich erledigt. Auf die Schulter klopfe ich mir mal nicht. Das war doch etwas einfach. Und es geht zurück zur Karte.
Okay, jetzt kann man sich eine Fraktion aussuchen, die man zuerst anlocken will. Auch nicht schlecht. Ah ja, das waren also die Anfangsmissionen. Und jetzt folgen die einzelnen Fraktionsmissionen, wo man mit einem Deckschema belohnt wird. Das seht ihr dann in den nächsten Videos. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Schreibt gerne in den Kommentaren, was euch gefällt, was nicht. Ich werde es mir auf jeden Fall durchlesen. Bis dahin, ja, weiterschauen.